Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Daten von eurem Computer zu eurem Computer befördern könnt. Und das auch ganz einfach. Einmal vom Computer müsst ihr SCP, also ja, SCP, dann die den Benutzernamen von eurem Computer, dann ein Add-Symbol und dann eure IP-Adresse nehmen. Und dann natürlich müsst ihr halt den Pfad bestimmen, welche Datei ihr kopieren wollt, und müsst bestimmen, wohin ihr sie kopieren wollt. In diesem Fall kopiere ich jetzt vom entfernten Computer die Datei home.html zu diesem Computer hier auf diesem Desktop, nämlich diese Datei hier will ich kopieren. Ich lösche das Ganze hier erst einmal nur. Und jetzt klicke ich hier, ich will sie kopieren. Gebe den Benutzernamen ein. Und habe sie gerade hierher kopiert. Und man kann nämlich natürlich auch zu einem Computer eine Datei kopieren. Das wäre nochmal SCP. Den Pfad von der Datei, was hier auf diesem Computer gerade ist, auf dem ich gerade das Video mache. Die Datei hier, die home.html, und dann muss ich hier den Benutzernamen wieder, ein Add-Symbol und eben die IP-Adresse vom entfernten Computer und wohin ich die Datei kopieren will auswählen. Ganz einfach eigentlich, muss halt nur mal herausfinden, dass es SCP ist und wie man das hier macht. Und ihr könnt natürlich einstellen, dass die Konsole aktiviert wird, dass ihr eben angezeigt bekommt, was er gerade kopiert hat oder ob er es kopiert hat. Und ihr könnt natürlich einen zweiten Weg verwenden, auch SSH. Wenn ihr SSH nicht aktiviert habt, müsst ihr auf einen Raspberry Pi von der sudo raspberry-config eingeben und hier einfach auf Interfacing auswählen und SSH und ja und okay. Und ihr könnt euren Raspberry Pi mit sudo rebooten, aber das mache ich jetzt immer nicht. Und dann müsst ihr ein Terminal öffnen, wie ich es hier habe, und müsst SSH eingeben, dann euren Benutzernamen, ein Add-Symbol, dann die IP-Adresse vom Raspberry Pi, jetzt hier bei mir ist sie 10.42.0.1 oder 5.net. Das kann ich euch ganz am Schluss im Video auch noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Den Benutzernamen eingeben vom Raspberry. Und dann, ganz wichtig, muss ich herausfinden, wo die Datei ist, die ich ansprechen will. Sudo nano muss ich eingeben und dann schauen, wo die Datei ist. War www.html/home.html muss ich eingeben. Das jetzt hier, wo die Datei, also ich zeige euch das Ganze mal anders. Das ist hier der Pfad, wo die Datei liegt. Nano ist ein Editor, damit könnt ihr Textdokumente schreiben. Und sudo ist einfach nur so viel wie, dass ich hier Root-Rechte habe, dass ich die Datei bearbeiten kann. Jetzt habe ich die Datei hier ganz einfach geöffnet. Und wenn ich jetzt auf der Datei hier verändere, ich muss hier mit dem die Pfeiltasten oder mit dem Mausrad kann ich hier schneller zwischen die Zeilen hin und her. Mit den Pfeiltasten will ich jetzt einfach hier eingeben, dies ist ein Text auf meiner Webseite. Ich das Ganze jetzt mit Steuerung O. Das Ganze könnt ihr hier nachschauen hier unten. Zum Beispiel speichern ist dieses Symbol, das nach oben zeigt, ist einfach immer nur eine Steuerung. Also Steuerung O, Enter. Steuerung X. Oder man kann einfach drinnen bleiben und hier wieder, ja. Und jetzt kann ich hier die Seite neu laden. Dies ist ein Text, dies ist ein Text. Jetzt zeige ich euch das nochmal. Jetzt entferne ich dieses Ding hier wieder. So, entfernen wir den ganzen Text hier. Speichern wir. Seite neu laden. Und wir haben hier den Pfad von der Datei.
Und ja, so einfach ist es eigentlich, wie man das Ganze machen kann. Und wenn ihr es machen wollt, was ich hier gemacht habe mit dem pi.net, dann müsst ihr einfach nur auf euren Raspberry Pi eingeben sudo nano slash etc slash hosts. Und müsst ihr einfach nur die IP-Adresse von eurem Raspberry Pi nehmen, wie auch immer die ist. Ich habe mich selber ein WLAN mit dem Raspberry Pi gemacht und ein Ethernet-Hotspot. Also ich kann mich mit dem Raspberry Pi verbinden. Meine Adresse wäre 1042.01. Hier seht ihr es. Und ich werde weitergeleitet, also ich werde von pi.net weitergeleitet zu der IP-Adresse. Und jetzt kann ich einfach pi.net eingeben. Und werde hier weitergeleitet und dann hier die Suche, ja. Oder ja, man kann das FTP doppelung slash slash, weil ich habe ja einen FTP Server, pi.net. Dann kann ich mich einfach anmelden auf einen FTP Server und Daten speichern. Das ist hier übrigens der Pfad, wo die HTML Datei liegt. Und ja. Und ja, ich hoffe, dass euch das ganze Video gefallen hat. Ich werde euch diese zwei Dateien in einem ZIP-Datei hier SSH-File Transfer geben. Ich muss einfach nur öffnen das Ganze hier und entpacken. Und dann müsst ihr einfach nur die ganze Datei hier SSH-File Transfer und müsst ihr das Ganze bearbeiten und eben wieder eure Benutzername vom entfernten Computer und IP-Adresse vom entfernten Computer. Aber ich werde hier noch eine Info info.txt. TXT, so. Ich werde hier so eine Infodatei reinschreiben, welche alle Informationen, was ein Benutzername, was es bedeutet. Und was IP-Adresse, was diese zwei Begriffe bedeuten, werde ich euch in diesem ZIP-Ding hier euch alles erklären und zeigen. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt den Daumen nach oben, wenn nicht, wisst ihr, was zu tun ist. Und ja, dann würde ich sagen, ich suche hier ganz kurz die zwei Dateien weg. Und dann würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Ciao!